Sehr beliebt sind auch Laminatböden. Und dafür haben uns Angela Neuhaus und René Adlung vom Entwicklungsteam eines Sockelleistenherstellers in Nurra bei Weimar etwas mitgebracht. Ja, es gibt ja immer die Problematik, eine passende Fußleiste zu seinem Bodenbelag zu finden. Mhm. Beim Teppichboden, das kennt man seit vielen Jahren, Streifen schneiden in die Leiste rein, ganz toll. Für Laminatböden gab es dieses bisher nicht. Aber wie haben Sie das Laminat hier hineinbekommen? Das ist ganz einfach. Man schneidet die Laminatstreifen zu, schiebt sie in die Leiste ein, klick und fertig. Und durch diesen speziellen Federmechanismus hat man die Möglichkeit, verschiedene Belagstärken dort einzubringen. Und wie kommt die Leiste an die Wand? Auch dafür haben wir ein spezielles Schmelzklebesystem entwickelt, was praktisch dann auf die Leiste aufgetragen wird. Und durch diese schnelle Klebkraft kann die Leiste auch sehr schnell an der Wand befestigt werden. Und was ist das Besondere an dieser Variante? Durch eine spezielle Drucktechnik haben wir die Möglichkeit, das Dekor des Bodenbelages direkt auf diese Leiste zu übertragen und haben auch ein System entwickelt, das ist die Stanze, mit der wir exakte Innenecken und auch fugenlose Außenecken fertigen können. Mhm. Außerdem haben wir an dieser Leiste zwei Dichtlippen, einmal nach unten und einmal nach oben, damit es einen sauberen Anschluss unten zum Boden bzw. oben zur Wand gibt.